Servus zusammen, herzlich willkommen zum 20. Part, glaube ich, inzwischen unserer Taglog. Zur Abwechslung, dann sind wir mal wieder in der Arena. Die Level Cap beträgt 44, habe ich reingeschaut. Noch kurz vorneweg, ich habe gerade ein bisschen was an meiner Audio und so gefeilt. Wenn da irgendwas zu laut ist, zu leise etc., schreibt es bitte in die Kommentare. Für mein Empfinden war es beim Testen okay. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. So. Und von dem her gucken wir doch da jetzt mal rein, was uns da so erwartet. Okay. Da habe ich wieder einige in der Encounter-Liste übersehen. Was haben wir denn da für eine Arena? Psychic-Types. Okay. Ja, in dem Fall gibt es heute Arena. Ja, was gibt's so ein bisschen zu erzählen? Wir sind ein bisschen hinten dran mit dem Aufnehmen sogar. Also an dem Tag, wo ich jetzt gerade aufnehme, kommt mein dritter Part raus. Also wir sind tatsächlich etwas in Verzug geraten. Unter anderem auch, weil ich war jetzt im Urlaub. Ich bin gerade gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war in Dresden, so eine kleine Städtebesichtigung machen. Ich komme ja aus dem tiefsten Süden Deutschlands, von dem her war das mal, ich war noch nie im Osten vorher und ich muss sagen, war wirklich wunderschön. Also Dresden, sehr schöne Stadt, gibt es nur zu empfehlen. Aber die kriegen so viel EP-Punkte. Okay, so funktioniert das Ganze hier. Jetzt muss ich da echt noch aufpassen. Warum trainiert man auch? Jan, warum tust du das? Warum trainierst du mir vor dem Gym alle schon auf 44 und ich kann jetzt gucken, dass ich da nirgends drüber komme? Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, erst mal gucken, wie viel. 5000, 2000 sogar nur. Okay, Altaria hat 4000. Labra mit einem harten Wesen. Okay, Jan Mega hat tatsächlich, glaube ich, am meisten XP offen. Anzong hat auch nicht mehr viel, den tausche ich da mal weg. Den tausche ich tatsächlich mal für Jan Mega aus. Kein Bock hier gegen irgendwelche Level Caps zu verstoßen. Unterleveln kann ich sie auch nicht mehr. Ja, also wie gesagt, ich war 4 Tage weg. Elgym, okay, da gibt wenigstens nicht so viele Punkte. Oh ja, da hat er mal geile Moves. Killt den U-Turn. Ich habe keinen Dark-Type im Team. Was würde ich mir eigentlich, glaube ich, gern. Ah, wir haben bestimmt Aether oder sowas. Egal. Ja, ich schweife da immer ab. Also ich war 4 Tage weg, war wunderbar, schöne Erholung. Jetzt nehme ich hier kurz vor Ostern den Part auf, weil ich sonst tatsächlich über Ostern bin ich wieder die ganze Zeit unterwegs und komme da wieder zu nichts. Von dem her muss ich das alles jetzt machen. Wir switchen tatsächlich noch mal. Ich tausche mal auch Knogger aus. Der hat auch noch einige XP offen. Ganze Familienunternehmen und alles. Und morgen bin ich noch beim Fußball und komme ich wieder zu nichts. Chimchu. Ich
an Knogganok. Der hat sich nichts getan außer Rock Climb. Ich glaube, der hat Schwebe. Deshalb gehe ich mal lieber auf Iron Head. Usch. Ja, Safeguard. Mach ruhig. Die Punch killt jetzt auf jeden Fall. Und deshalb nehme ich jetzt hier heute schnell diesen Part auf. So, gucken wir mal durch die Arena und dann gehe ich natürlich in der Hoffnung, dass ich dieses Mal nicht in die falsche Richtung laufe. Im Gegensatz. Oh, ach nö. Was soll denn die Scheiße? Das finde ich nicht geil. Das setzt auf jeden Fall nicht zweimal Hypnose ein von dem her. Oh. Die Hex, die ich letzte Zeit Glück hatte, sind jetzt alle gegen mich. Bitte komm durch, bitte komm durch. Gut. Das Willow Hex Set gefällt mir, das kommt bestimmt ein Schmuck. Aber jetzt weg mit Knogga mal schnell auf. In der Hoffnung, dass wir einen Aufwecker haben. Ja, Awaken. So. Weil der schon angedamaged ist, kommt der nach vorne. Aber was war denn nochmal Flame Burst von Move? Ah, irgend so. Auf jeden Fall nichts, was missen kann. Ui, da gibt's aber viele Trainer. Da gibt's aber viele Trainer, das wird schwierig mit dieser Level Cap. Ja, nochmal, warum tust du sowas? Warum alles so viel? Und mach doch 43. Reicht doch vollkommen. Und so nicht irgend so ein Zeugs da alles auf 44 schon machen, dass ich da immer rumswitchen muss, um zu gucken, wer hier was, wo, wen nicht überschreitet. Gibt halt gleich mal 5 Monzen, dann hast du ein Level weg. Wenn jetzt das Bronzen noch wegschaller, dann. Ich sterbe wieder schon fast durch. Ah, der jetzt noch 2000 Punkte gibt. Ja, trotzdem, der ist jetzt auch schon wieder. Die scheiß Tastaturspielerei, die könnt ihr auch noch nicht fixen. Ich mal wieder zurück. Also, wohin muss man alle jetzt hinkommen? Hier, hier. Geht's nicht. So. Ich gehe auf jeden Fall nachher nochmal ins Pokémon Center. Lunastein, okay, der kippt aber vom Iron Head um. Das Problem ist, der könnte viele XP geben. Okay, nee, zum Glück nicht. Sonnenfehl, oder? Ja. Eieieiei. Das wird schon schwierig. Da ist noch mal einer. Okay, Knogga wieder weg. Und tun wir mal Altaria vorne hin. Der war noch nicht dran. Die war noch nicht dran. Okay, ich habe tatsächlich noch einen Malamar. Gehen wir mal von Dragon Pulse.
Ja, bleib mal weiter drauf. Ja, Livescreen ist okay, weil jetzt gehe ich einfach auf Return. So. Crit, der hat nicht mehr. Da ich mit der Tastatur spiele, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man Mega hat. Ich meine, ich habe irgendwas gelesen. In Flowies braucht man, muss sie irgendwie X drücken oder sowas. Was schon das jetzt? Jetzt geht's hier nirgends hin. Oh, jetzt bei dem einzelnen Mann da unten schon. Oh. Ups. Komme ich da jetzt nochmal zurück? Okay, gut. Ich mache hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns nachher gleich oben beim Arenaleiter wieder. Ich gehe noch schnell zum Heilen. So, da sind wir wieder. Und wir leaden auf jeden Fall mit Jan Mega. Allein schon, weil der U-Turn hat. Und dann schauen wir mal, wie wir uns da jetzt so schlagen. Ich wollte gerade sagen, Pokémon-Liga. Okay. Da ist Jan Mega natürlich ein optimaler Lead. Nicht. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall für U-Turn. Gibt ein bisschen Chip mit. Und wir critten einfach. Und da schicke ich dann immer Bonzong rein. Call Mind. Okay. Könnte das schwierig sein? Ich gehe mal für Gyro Ball. Oh oh. Es könnte schwierig sein. Okay, er tankt es. Da wir um einiges langsamer sind als Xalatu mit. Sollte es killen, hat es nicht. 76, der hat uns vorher. Boah. Uiuiuiui. Ich hoffe jetzt einfach, dass der den tankt. Geht für Paint Attack oder ersetzt Dings ein. Okay, das ist ja okay. Ja, das hätte er einfach gekillt. Okay, ich hoffe jetzt, dass er mich nicht. Okay, er geht nochmal bekommen. Meint, das war gut. Die Paint Attack müsste jetzt killen. Der Gyro Ball vorher war ein Display. Ich habe gedacht, das macht deutlich mehr Damage. Jinx. Aber da macht ein Gyro Ball richtig dick Damage. Gut, die kann auch irgendeinen Move haben, der mir weh tut, aber auch bekommen meint. Okay, dann weiß ich, was wir nachher für eine TM kriegen. Aber da macht der Gyro Ball auf jeden Fall guten Damage. Ja, killt einfach. Ist gut, dass die alle für Setup gehen. Gucken, ob wir Schwäbe haben. Nein, wir haben nur Heatproof. Okay, das heißt, ein EQ könnte wehtun. Hast du was gegen den? Nichts. Nothing. Null.
Ich will mal gucken, was der Hammer machen. Okay. Okay, das geht vom Damage her. Und der wird langsamer. Okay, es macht zu wenig. Ich riskiere es jetzt da langsamer. Ich gehe jetzt in Knogger raus. Der. Okay, gut. Knogger ist jetzt auf jeden Fall schneller. Der dürfte guten Damage machen. Ja. Okay. 45 doch mal, ja. Während dem Kampf. Okay, Bro. Ich denke jetzt nicht, dass der für Ice Beam geht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Deshalb geht man in Merkel. Omega Bro. Boah, der Waterpuls macht schon Damage. Ich gehe jetzt erstmal von Giga Train und gucke, wie viel der macht. Okay, wir sind schneller. Das ist schon mal gut. Okay, der schallert rein. Selbst wenn er zwar Ice Beam geht, dürfte er uns nicht killen. Grand Mind. Die Frage ist, geht er jetzt für einen Trank? Oder hat er nur einen? Ich weiß nicht, wie viele Tränke er hat. Okay, scheiße, dann wäre es immer Dings gewesen. Dann wäre es immer Growth gewesen an der Stelle. Aber so viel wie das gemacht hat, müsste es immer nur ein Two-Shot sein, ja. Wir sind immer noch schneller. Ja. So, damit haben wir seinen Mega ausgeschaltet. Noch Coco Rai. Da gehen wir jetzt einfach mal von den Sludge Bomb. Schneller als Coco Rai. Und killen dürfte das nicht. Die Frage ist jetzt, wie viel so eine Psychic und Poison. Die könnte wehtun. Wir haben keine gute Spätstef. Okay, Trailer Tilted the Berry Juice. Komm. Reicht nicht ganz. Killt jetzt auf jeden Fall. So, damit haben wir im dritten, nee, im vierten Part die dritte Arena gewonnen. Focus Badge. Die nächste Level Cap war sehr nah aufeinander. Ich glaube, die lag bei 46, wenn mich nicht alles täuscht, oder 47. Da muss ich aufpassen. Ja, das wird kaum meins sein. Ja. Sehr gut. So. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Center. Und dann gucke ich auch mal, was da so alles auf der Box rumfliegt. Gucken wir mal, was wir da so alles haben. Allem auch, was sagt denn die Todesbox? Ah, Tentoxa hat uns noch verlassen. So, was haben wir denn hier? Okay, die liegen alle so im mehr oder weniger im Bereich hier von Tiny Mushroom. Ja, das ist alles eher primär Scheiß. Oh, Crawgang, auf den hätte ich Bock. Level.
Ah, Specs, okay. Panzerung finde ich jetzt, glaube ich, nicht so geil. Das feiere ich irgendwie nicht. Und dafür mal Poison Fighting Type rein. Gut, jetzt haben wir eine gewisse Psychospräche, aber Tangela, den finde ich eigentlich ganz cool. Der kriegt nachher auch nur sein Item zurück. Ja, ich lasse es mal so. Und da Flowey den auch benutzt hat, kriegt jetzt einfach noch ein Berry Juice, okay. Das Niedgedöns. Kriegt jetzt einfach der den EP-Teiler. So, ich guck noch mal kurz in die Level Caps rein und wo wir hin müssen und dann melde ich mich gleich zurück. So, ich habe mich jetzt hier ein bisschen auf Karte und Encounterliste etc. umgeschaut und ich kann tatsächlich in jede Richtung, außer nach unten. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin in dieses Katusurf Town. Keine Ahnung, ob es da eine Arena irgendwas gibt, aber das heißt, ich muss nach rechts. Das heißt, ich gucke auch mal, wie ich nach rechts komme. Und ich habe keinen Surfer. Das ist natürlich optimal. Müsste eigentlich diese Richtung hier sein. Ja, super. Also zurück. Und erstmal was holen, was surft. Voraussetzung ist, wir haben noch was, nachdem den Toxer abgekratzt ist. Wer auch immer das zu verantworten hat. Gold King wahrscheinlich, aber der ist kacke. Der könnte es auch. Der ist auch kacke. Außer er hat Drizzle. Kannst knicken. Gut, das heißt, kommt halt Rollmopsy ins Team, weil der kann surfen. Dafür raus geht, ja, mega feier ich eigentlich. Ja, mega feier ich eigentlich. Aber ja, das ist halt der Mega-Altaria, will ich nicht rausnehmen, also genau, weil ich als Ground-Type ziemlich gut dann, ja, leider. Leider nehmen wir einen Mega mal raus. So, dann bringen wir dem Guten gleich noch Surf vorbei. Ah, hat er schon. Okay. Was ist denn mit Calm Mind? Also, wer kann denn Calm Mind lernen? Hast du was Sinnvolles, wo ich dir was durch Calm Mind ersetzen könnte? Ich glaube, ich finde Calm Mind fast besser als Taunt. Ja, finde ich ehrlich gesagt. Sonst sollen sie es zurücklernen, mir egal. So, gut, in dem Fall geht's nach rechts in Richtung dieser Katuna Town. Oder wie das Gedöns heißt. Plus, wir haben hier dann noch einen Encounter. Will ich den auch gerade vorne lassen? Ja,
ich denke mal schon. Cut to Surf Trench, nämlich hier haben wir. Geht's ja gar nichts hin. Okay, Tentacool hatten wir jetzt schon. Das heißt, ich darf hier fliehen. Vorausgesetzt, ich entkomme auch. Scheiße, oder? Nein, greifen wir dann. Jetzt hat er einen P-Jab. Der tut mich ganz schön zugrunde richten. Kürchtet er mich auch noch. So levelt er wenigstens ein bisschen. Wo geht's denn hier hin? Winger hat man auch schon. Ach komm ey. Der für Moveset. Jetzt muss ich auch gerade noch mal schauen, dass ich nicht ganz blöd bin. Ob wir da jetzt nicht doch schon einen Encounter hatten. Okay, nee, wir hatten ganz sicher keinen. Ich mache das jetzt aber mal kurz anders. Ich jetzt mal schnell. Schutz. Ist doch nur Schutz haben wir hier. So. Also da waren wir auf jeden Fall schon, da hatten wir auch schon den Encounter gehabt. Da waren wir auch schon und da sind wir gekommen. Okay, das habe ich mir schon falsch gedacht. Halt, da. Ich glaube, wir haben noch keinen Taucher. Nein, haben wir noch nicht. Okay, das heißt, hier kann man erstmal nichts machen. Ich gucke jetzt aber mal trotzdem noch, ob ich einen Encounter kriege, wenn jetzt das dritte Mal irgendein Scheiß kommt. Ja, nee. Wir gehen dann in die andere Richtung. In die andere Richtung. Und lassen den hier offen. Für den, der dann unter Wasser verfügbar ist. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ohne Witz. Oh je. Sonst gibt es hier jemand Taucher. Aber ich hoffe mal, dass Jan hier da schon sich umgeschaut hat. Irgendwie nicht. Was ist denn das hier? Diving Tours. Also ich gucke mich jetzt immer noch kurz ein bisschen um. Ich weiß ja nicht, ob der die Stadt jetzt erkundet hat oder nicht oder wie auch immer.
Keine Ahnung, ob der hier in diesem Hotel war oder. In dem Fall nicht. Gehen wir mal das günstigste ab, was auch immer da passiert. Instant Items. Ach, keine Ahnung. Was für Stufe einer? Okay, der kann verkauft irgendwas. Also ich glaube jetzt mal, der war hier schon. Nee. Okay, er war hier in dem Fall noch nicht. Ich will einfach zum Gegner. Nee, gar nicht. Wir wissen, wie es geht. Ich weiß nur nicht, welchen Knopf ich dafür drücken muss. So, meine Zeit neigt sich hier auch tatsächlich dann dem Ende. Omega Altaria ist eine Fee. Ja, ich hab's drauf. Von Dragon Pulse umfallen, oder? Tut er nicht, aber das dürfte mir auch nicht viel machen. So, kommt man da jetzt vorbei, oder? Wir machen das jetzt so, weil meine Zeit eh schon zur Neige geht. Ich gehe jetzt hier noch kurz. Wir machen das jetzt. Wir machen jetzt den Encounter. Von der einen Surfseite. Nämlich von der hier. Ach nee, das ändert sich gar nicht, okay. Völlig sinnfrei, weil scheint es nirgends hinzugehen. Ah doch. At Thale Bay. Kein Trainerkampf. Gucken, was es hier gibt. Oder ist das auch wieder so ein. Das ist auch wieder so ein Tauchding wahrscheinlich. Geht schon irgendwo hin. Ja, aber da gibt es nur den Kram, den wir alle schon haben. Dann gibt es halt heute mal kein Encounter. Ist halt so.
Ja, dann gibt's eben keinen. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz zum Heilen. Und dann der erste Part ohne Encounter, aber zur Abwechslung mal wieder mit Arena. Und wie gesagt, ich wusste nicht, ob Jan die Stadt erkundet hat oder nicht. In dem Fall nicht. In dem Fall braucht man dazu auch offensichtlich das Hotel. Vielleicht gibt es da nämlich Taucher oder sowas. Das heißt, ich lasse den guten Flowey jetzt nachher auch nämlich hier raus. Beziehungsweise tauschen das noch ein bisschen. Dann mal nach vorne. Nein! Oh, komm. Ja, gut. Jetzt müssen wir das ja halt noch machen. In dem Fall müssen wir den jetzt noch. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber jetzt ist es halt so. Vielleicht one-shotten wir einfach alles und dann. Und klar, auch mit Champ. Dürfte höchstwahrscheinlich nicht killen. Nock! Ach du Scheiße. Gut, dass meine Holzkohle jetzt weg ist. Vielleicht hätte ich rauswechseln sollen. Oh nein. Oh. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr Glück als Verstand. Ich lasse Tobi jetzt hier raus. Ich habe, glaube ich, diesmal meine Zeit ziemlich überschritten. Aber jetzt muss ich halt noch heilen. Das heißt, ich verwende jetzt einfach das Gelaber und schnell den Trank. Und damit beende ich den Part hier und wünsche Tobi viel Spaß in dem Hotel. Und wir sind zu nichts gekommen. Aber gut, was soll's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.